Circa 700 Zuschauer kamen an die Deldener Straße, um den VfL Osnabrück gegen die Kreisliga-Fußballer des TuS Hilter zu sehen. Anlass war die Sportwerbewoche der Rot-Weißen, welche festlich gefeiert wurde. Einzig wenig feierlich war dabei das sportliche Auftreten des Drittligisten. Somit gab es unter der Woche nicht nur einen ganz schwachen musikalischen Auftritt eines VfL-Akteurs, sondern auch einen emotionslosen Testspielkick der Berufsfußballer zu sehen. Anders präsentierten sich die Amateurkicker des TuS Hilter. Mit viel Vorfreude gingen die Männer von Neutrainer Daniel Frieling in die Partie. Wenig beeindruckt von großen Namen suchte der TuS seine Chance auf einen Torerfolg gegen den haushohen Favoriten. Zuerst allerdings sollte der VfL in Führung gehen. Steffen Tigges und Etienne Amenido brachten die Gäste mit ihren Toren erwartungsgemäß in Front. Was dann von den Osnabrückern folgte, wirkte unentschlossen und nicht gerade inspirierend. Und wenn doch einmal ein Torschuss auf den Hilteraner Torrahmen zukam, war Schlussmann Michael Schlinge zur Stelle. Er stellte sein Können mehrfach unter Beweis, lobte aber mit Recht die ganze Mannschaft. Die haben den Ball gut laufen lassen, aber ich denke, wir haben das im Kollektiv auch echt gut gemacht. Vor allen Dingen die beiden Tore in der ersten Halbzeit auch erst spät kassiert oder recht spät. Haben uns danach auch nicht irritieren lassen, weiter, sag ich mal, die Deckung gehalten, auch sortiert weiterhin geblieben. Und ich denke, gerade mit einem 2-1 in der Halbzeit zu gehen, damit kann man sehr zufrieden sein. Vor allen Dingen auch ein Tor geschossen. Ich glaube, da sind wir jetzt die einzige Amateurmannschaft, die das in dieser Sommervorbereitung geschafft hat. Das ist schon was ganz Besonderes. TuS-Stürmer Tobias Sembach war der große Moment gegönnt. Nach Zuspiel von Cedric Hoffmeier schob er zum umjubelten 1:2 ein. So ging es dann in die Pause. Nach der Halbzeit folgte wenig lila-weiße Frische. Somit war der TuS Hilter tatsächlich für einen Blitzmoment dem 2:2 näher als der VfL am Ausbau der Führung. VfL-Trainer Daniel Thun hatte dann wohl genug gesehen und tauschte Mitte der zweiten Hälfte einen Großteil seiner Mannschaft aus. Die Stammkräfte sollten es richten, unter anderem Haider, Alvarez und Engel wurde es auferlegt, dem Spiel mehr Schwung zu verleihen. Als die Kräfte beim Kreisligisten schwanden, fielen die Tore. Am Ende stand ein 1:6 auf dem Papier. Hilter-Trainer Daniel Frieling hatte allen Grund, stolz zu sein auf die Leistung seiner Truppe. Meine Jungs haben das sehr gut gemacht. Wir haben mutig gespielt, wir haben das Spielsystem nicht geändert. Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt. Und ich denke, das haben wir sehr gut gemacht. Beim VfL Osnabrück ging man zumindest selbstkritisch mit einer schmeichelhaften Testspielleistung um. Wir müssen eins klar mehr Tore machen, weil gegen Meppen kriegen wir nicht so viele Chancen. Wir müssen unsere Dinger eiskalt machen und ja, gilt weiter dran zu arbeiten.